Ich werde dir etwas sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Hier um jeden Zentimeter. Ja. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. Krallen uns mit den Fingern in die Erde für jeden Zentimeter. Weil wir wissen, wenn wir die Zentimeter zusammenzählen, die wir geholt haben, ergibt das am Ende den verdammt wichtigen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück für Stück nach oben. Was ist an dem Tag, wenn ihr frei seid und ihr seid nicht fertig? Ihr seid nicht vorbereitet. Und wenn ihr euch dann umseht und euch nicht gefällt, wie die Welt ist? Was ist, wenn die Welt nur eine wahnsinnige Enttäuschung ist? Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, Männer. Ich meine, ein halber Schritt zu weit oder zu kurz heißt meistens, ihr kriegt den Ball nicht. Nur eine halbe Sekunde zu schnell oder zu langsam und ihr greift vorbei. Was hast du deinem Sohn gesagt? Es geht nicht darum, wie hart du zuschlagen kannst. Es zählt bloß, wie viele Schläge du einstecken kannst. Du musst weitermachen. Wie viel kannst du einstecken? Du musst weitermachen. Steh auf. Shiver me timbers. Vast ye scattering minds. Hang him from the yard, arr. Walk the plank.